ESA hat die Sonnenwindüberwachung beendet. So sieht's aus. Bisches. Bemannte Mondlandung, das wird richtig geil. Aber um das zu tun, müssen wir wahrscheinlich erstmal Apollo, oh Gott, Apollo erforschen, alles klar. Tiere im Weltall, Eden wird noch erforscht. Ha, aber das müssen wir wohl machen. Na gut, wir haben einen freien Slot. Hier können wir nichts machen. Was haben wir denn hier? Haben wir da Anfragen? Ja, jetzt mich auch gewundert. Mondumlaufbahn ist im Gange. Also wir haben nur noch die hier. Atmosphärische Probenentnahme. Ein Monat. Mission planen. Ja, Höhenforschungsrakete bauen. Bestätigen. Fahrzeugbau. Zum Sonnensystem gehen. Und Mondumlaufbahn startet. Debatte über offenen Himmel. Es findet ein globales Symposium statt, um Gesetze über den territorialen Raum für Satelliten im Orbit zu erlassen. Der vorgeschlagene Vertrag besagt, dass alle Nationen freien Zugang zum Weltraum haben soll. Deine Berater sind der Meinung, dass die Unterstützung des Vertrags die diplomatischen Beziehungen zu den anderen Weltraumfahrtbehörden oder Raumfahrtbehörden verbessern wird, auch wenn sich die Ablehnung des Vertrags bei Teilen unserer Medien als beliebt erweisen könnte. Vertrag unterstützen. Yes. Eden-Forschung komplett nice. Und wir starten zum Mond. Finally. So, 71%. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Ah, es regnet. Nicht gut. Pleurotos. ...65%. Das Risiko ist da, aber... Gotta go. Mittelgroßes Risiko. Gib ihm. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Nein? Okay. Dann war das Risiko doch nicht so hoch. Oh, okay, sie ist durch. Glück gehabt. Die ging sogar komplett straight durch. Plus 1 Kommando. Nice. Da habe ich aber Glück gehabt. Das hätte also... Das Risiko war hoch eigentlich. Für mich. Da steht zwar nur mittelgroß, aber ich fand es doch hoch. Mondumlaufbahn. Im Mai 1960. Das ist aber nicht der Mond. Durchführen einer translunaren Injektion. Achso, wir sind noch nicht auf dem Weg. Gut. So, wir brauchen... Wir haben jetzt erstmal nur Energie. Brauchen... Kontrollierte Verbrennung. Ausrichtung der Nutzlast. Wir haben noch 3 Energie, das trifft sich natürlich. Wir brauchen dann aber wieder das. Und jetzt ist vorbei. Kommandos bestätigen. Wie viele Runden haben wir? 4. Gut. Kommando Erfolg, okay. Ah, das sieht auch gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, doch. Auch Glück gehabt. Zing, so. Alles klar. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Daten. So, Flugbahnoptimierung. Und müssen dann nochmal 2 Strom hierfür aufbrauchen. Dann haben wir 4. Hier brauchen wir dann noch einen. Ergo. Ja, das ist aber nichts. Nee, das will ich jetzt erstmal nicht. Energie wieder auffüllen. Okay, Kommandos bestätigen. Zack.
Ich hoffe, es klappt. Und das Ding scheint brauchbar zu sein. Alrighty. So, jetzt brauchen wir, hier haben wir jetzt vier. Da brauchen wir nur noch einen. Einen davon. Wir können einen Strom gegen einen davon eintauschen, dann haben wir fünf. Vier und fünf. Alles klar. Kommandos bestätigen. Fortsetzen. Das war's. Wenn's denn klappt. Was ich hoffe. Aufgabe abgeschlossen. Erreichen der Mondumlaufbahn. Zack. Wow. Okay, das Ding ist auf dem Weg. Da sind wir. Jetzt müssen wir wieder abbremsen. Das ist wirklich sehr vereinfacht, ne? Okay, wir brauchen auf jeden Fall vier davon. Kommandos bestätigen. Zack. So, zwei Energie. Moment, das gibt jetzt Energie. So, dann haben wir vier. Minus eins plus drei. Sind fünf und drei. Okay. Sollten wir natürlich versuchen, die Energie wieder aufzuladen. Denn wir brauchen sechs und sieben. Okay. Soweit, so gut. Will natürlich die Boni mitnehmen. Oh, what happened? Ah, widerstehen. Gut. Jetzt haben wir trotzdem nur eine Energie. Das ist schlecht. Für die eine Energie bekommen wir natürlich zwei davon. Müssen dann aber Energie aufladen, weil dann habe ich hier sieben. Dann brauche ich sechs Stück. Da haben wir nur drei. Ha! Schwierig. Zwei Energie. Moment. Ich den dagegen eintausche. So. Dann habe ich noch eine Runde über. Dann kann ich zwei davon wegnehmen, um zwei davon zu bekommen. Plus Energie. Ja, ich hoffe, es klappt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Bonus mitnehmen kann. Der gute alte Mond. Ja, ist schon ein bisschen geeky, das Game, ne? Um es mal milde auszudrücken. So, jetzt haben wir hier neun. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall das machen. Dann habe ich acht. Und 7 und 6. Peng. So, 7 und 6, das passt. 50%. Ich kann das nochmal Energie aufladen und ab geht's. Ja, widerstehen. Er muss. Hey, looking good. Und Mission massiv erfolgreich. Peng, plus Bonus. Zweiter in der Mondumlaufbahn, sehr schön. Bonus, 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 Bisch, fortfahren. Alles klar. So, das war ja jetzt easy going, eh? Jetzt können wir abgehen. Tier im Weltall. Mission planen. Nutzlast bauen. 70... Erhöhte Baukosten, ne, Standard. Wähle die Nutzlast. Bauen. Yes. Und weil es so schön war, Mondumlaufbahn. Bemannte Mondlandung sind wir noch nicht. That's sad. Ausrufezeichen Discord. Musst du eingeben. So, forschen wir eigentlich was? Nein, das geht ja mal gar nicht. So, Menschen im Weltall.
auf jeden. Mercury. Race to the Moon. Was soll ich dazu sagen? Active Mission. Ne, aktive Mission. Probenentnahme. Fertiggestellt in einem Monat. Gut. Dann. Weiter. Gut. Menschen im Weltall, Forschung komplett. Und irgendwas startet schon wieder, weil wir es einfach nicht lassen können, ne? Okay, Startvorbereitung. Was geht ab? Was geht ab? 71% Zuverlässigkeit. Müssen wir dann überhaupt trainieren? Ich sag mal, ja. November, na gut. Datum auswählen. Missionssetup bestätigen. Zum Sonnensystem. Alles klar. So, Forschung festlegen. Satellitenbildgebung. Weil, dann haben wir hier auf jeden Fall die Möglichkeit, yep, da noch weiterzumachen. Sollte jetzt nicht eigentlich sogar Tiere im Weltall Plan einsehen? Ne, ist noch nicht fertig. Okay. Gut. Weiter. Internationales geophysikalisches Jahr. Das internationale geophysikalische Jahr, eine globale Initiative zur Gewinnung von mehr geophysikalischen Daten über die Erde, findet in 3 Jahren statt. Die Organisatoren haben darum gebeten, dass deine Agentur einen Satelliten startet, um die erforderlichen Daten zu sammeln. Wenn dies akzeptiert wird, wird von deiner Agentur erwartet, dass sie die Satellitenbildgebung-Mission innerhalb von 3 Jahren des aktuellen Datums abschließt. Du wirst 750.000 sofort erhalten und 750.000, wenn du erfolgreich bist, annehmen. Du hast die Anfrage angenommen und es wird von dir erwartet, dass du die Satellitenbildgebung-Mission innerhalb von 3 Jahren abschließt. Wird das Ziel nicht erreicht, führt das zu einem Verlust an Unterstützung. Okay, weil ich hab's gerade erforscht. Nice. So. Okay, Erfahrungslevel 2 nach dem Start. Hervorragend. So, Eden. Oberstufe. Jetzt haben wir hier 500 Kilogramm. Die kann 500 Kilogramm. Also wählen wir das. Den Booster, dann ist der hier auch 1000 Kilo. Wait a minute, wir brauchen 1000 Kilo. App, wähle Teil. Name Kolossus. Das ist aussagekräftig. 3 Monate Bauzeit. Alles klar. Fahrzeugbau. Zum Sonnensystem. Kolossus fertiggestellt. Forschung festlegen. Nutzlast. Dann können wir das nämlich direkt anfangen. Vermutlich. Weil, ja, da fehlt noch was. Und auf dem Mond, bemannte Mondlandung. Ich muss mehr Gas geben. Ohne Scheiß. Sowjetunion wird hier im Weltall erneut starten. Bald. Neue gemeinsame Mission verfügbar unter Mond. Ha! Lukrativ. Du hast die erforderliche Forschung abgeschlossen, aber wir haben keine Missionsslots verfügbar. Aber gleich. Denn Tiere im Weltall. 44% Scheiße. Okay, gut. Das können wir machen. Wir trainieren auf jeden Fall das hier und legen ein entsprechendes Startdatum fest, was ungefähr jetzt sein sollte. Datum wählen, Mission-Setup bestätigen, zum Sonnensystem. Haben wir immer noch alle Missionen belegt? Oh, ja, okay. So, wir starten mit atmosphärischer Probenentnahme. Gut, 86% Startzuverlässigkeit. Und Tiere im Weltall. 47% Mission starten. Fuck, was startet jetzt zuerst? Sehen wir ja gleich. Aber das sieht stark nach Tier im Weltall aus, oder? Kolossus, ja. Gute Bedingungen, nice, Glück gehabt. Fortfahren, ich hoffe, was auch immer das für ein Tier ist. Kackt nicht ab.